Guten Tag, liebe Gemeinde, und was geht ab? Wir sind hier in der letzten Episode an dem Punkt gekommen, wo Dr. Octavius ja uns weggeschickt hat von der Arbeit. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Oh, und jetzt sind wir bei Juri, klingt genau. Plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. So. Sehen wir mal den Turm an. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben. Ich will schon mal kurz was trinken. So, jetzt kann's losgehen. Oh Mann, ey. Ah! Alter, zopp. So, dann mal los. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, Schläger. Los! Ganz miese Typen, Leute. Pass auf, okay? Nehmt euch an die kein Beispiel. Er kriegt's nicht mal hin. Ach Mann. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Okay. Zack. Was sollt ihr dagegen tun? Hört mir! Weg mit dir. So. Ich wollte schon. Digga, als ob der immer noch nicht ausgenockt ist. Zack, jetzt haben wir. Der hat aber ganz schön viel ausgehalten. So, okay, dann mal weiter. Erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Juri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. An der Stelle war ich auch schon. Von Spider-Corp. Spider-Corp ist in der Stadt. Und muss jetzt ein paar Verbrechern auf die Fresse hauen. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Eine Gruppe von Jungs an einem Mädchen. Ganz ruhig, Lady. Passt mich nicht an! Hilfe! Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Er gehört mir! Da unten treffe ich ihn nicht! Ja, der Typ ist ganz scheiße. Das klebt!
Mann. Der Typ ist ganz schön am Stressen, Alter. Oh nein! Nein! Oh Mann, du Wichser! Als ob ich da jetzt einfach verreckt bin. Okay, Leute, vergessen wir das ganz schnell? Ja? Ich cutte das raus? Nein, Spaß, das ist cool. Dieser Typ, ne? Lasst sie los! Mist, Spider-Man! Heul nicht, wenn ich dir die Knochen breche! Oh, ich hasse den Typen, ne? Ich hasse den Typen so unglaublich. Oh, was ist das? Oh, immer zu wenig, Digga. Halt, stopp. Ich hab ihn erwischt. Endlich ein richtiger Kampf. Komm her. Jawoll, Mann! Dich habe ich jetzt umgehauen! Oder sie ist tot! Lass mich los! Alter, ey, der regt mich sowas von auf, der Kerl. Ja, Rückschlag ohne Knockout. Alles Hashtag okay, Michael Smolik. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Oder auch eher gesagt Spider-Corp. Ich find's lustig, wie er das rausgehauen hat. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hält ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Achso, ich bin da gerade vorbeigeschwungen. Genau. Hier waren wir doch. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Cool. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Das, was wir jetzt gleich finden, wird bestimmt toll. Könnte ich denken. Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool.
Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Viele. Ja, zu welchem wollen wir als nächstes? Ich denke mal dort. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler. Oh. Natürlich, jetzt habe ich ihn vergessen. Jetzt habe ich ihn vergessen zuzuhören. Aber gut. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Naja, Scherze machen kann er ja ganz gut. Also ich glaube, wäre Spider-Man nicht Spider-Man, dann wäre er Komiker. Ganz klarer Fall. Oh, das schon wieder. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Spider-Man! Knallt ihn ab! Ah, okay. Na seht ihr, war doch gar nicht so schwer. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Welche legalen Jobs lassen eigentlich sowas machen? Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Aber sowas von. Ach halt, ich muss ja da hin. Entschlüsseln, bitte. Gut. Den Frieden wahren, das haben wir also auch geschafft. Soweit, so gut. Stufe 3. Erhöhte Nahkampfschaden. Okay, kann ich mitleben. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Eklig. Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Hopp. Und wie das alles ausgeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Bis zur nächsten Episode. Bleibt dran. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein. Ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Also, liebe Damen und Herren. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Ja, und wir werden doch noch dorthin schwingen und danach ist aber Schluss mit lustig. Danach werden wir nämlich... Genau. Wo ist die Bowery? Ob wir das noch kurz vorziehen wollen? Ich bin nicht ganz sicher.
dann müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Leute umbringen, oder? Gute Frage. Okay, meine Damen und Herren, wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Let's Play. Ciao!